Hallo Leute, hier sind wieder McFisto 2051. Marona MC. Und Mavia. Hallo Leute. Ja. Servus. Endlich mal wieder zusammen mit euch aufnehmen. Jo. Schon eine Weile her. Bist wieder da. Jo. Ja, wer hat hier Urlaub gemacht? Du oder wir? Ja, ist ja schon wieder 2 Tage her. Also 3 eigentlich. Aber wir, ja, ich habe mich ja in der letzten Folge beschwert, dass wir versucht, noch schnell unser Gemurks zu verstecken, zu langsam. Kein Gemurks. Ja, wir wollten ja Peer-to-Peer-Tunnel zeigen und machen und hatten da ja schon minimalst vorgearbeitet. Ja, minimalst. Ich bin gekommen und nichts war fertig. Dachte, ihr seid schon alles durch, aber nee. Wir haben ohne dich lieber die interessanten Sachen gemacht. Ja, danke. McFisto wollte unbedingt wieder auf dich warten, was ME angeht. Ja, weil genau. Ich das ja so gut verstehe, gell? Ja, eben. Wo wollt ihr jetzt das Hubble überhaupt hochlegen? Ich habe keine Ahnung. Ei, hier. Ich kümmere mich um die anderen Kabel. Hier hoch. Okay. Ja, hier hoch. Hier rein, da lang, da runter. Irgendwo lang dürft ihr selber legen. Ich lege erstmal nach unten. Und wir sind schlauerweise neben dem Weg angekommen. Dann gehen wir lieber mal unter den Weg. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen komisch. Ob das Smart-Kabel reicht. Wenn wir nur die Controller anschließen, wird es reichen. Da brauchen wir nur 3 Tunnel. 4 haben wir. Wir brauchen einen Tunnel hier oben für die Maschinen. Wir brauchen einen Tunnel für die Prozessoren. Wir brauchen 1, 2, 3, 4 weitere Tunnel für die Molecular Assembler. Das sind wir, glaube ich, bei 6. Ich will nicht alles über dieses eine dumme Kabel anbinden. Doch, das ist ja der Sinn der Aktion. Ja, was bringt denn dann ein dummes Kabel zu legen, wo nur 4 Tunnel durchpassen? Ja, deswegen solltest du hier ja auch das dicke Kabel nehmen. Darum ging es mir doch. Ja, aber ich darf das dicke Kabel ja nicht anschließen. Du musst es ja auch nicht, musst es ja auch nicht anschließen. Direkt. Es reicht doch, wenn du das Ganze. Es fehlt mir noch die Wrench. Marona, ich hab dir die Kabel gegeben. Ja. Ach, die Kabel. Was? Ich hab dir die dicken Kabel gegeben, jetzt habe ich keine mehr. Das ist aber schlecht, weil ich brauch die ja. Bin hier die hässlichsten Kabel am Verlegen, die es gibt. Also so habe ich mir das nicht vorgestellt. Vor allem muss ich oben alles umbauen. Aber egal, denk, für die Schönheit. Denk. Okay, könnte Sinn geben. Mach's bitte mittig drunter. Hä? Mavia hat verstanden. Mavia. Ach. Aha. Mit dem Arr echt durcheinander. Du hast doch Angst, gib's zu. Sonst hätte er sich nicht entschuldigt. So, also 1, 2 kommen schon. Kann ja einmal höflich sein. So, du verstehst? Ja, schon klar. Jetzt fehlen nur halt mehr dicke Kabel. Das dicke Kabel hier ist. Das ist das runtergelegte von dir. Sehr schön beim Verstecken. Ja? Komme ich auch nicht mehr in das dumme Haus rein. Toll. Ach, ja. Wie ihr seht, alles geht wie immer drüber und runter. So, komm mal auf ins Haus. Irgendwie komme ich hin. Ist halt, wenn zu viele Leute an einer Sache arbeiten. Nein, das kriegen wir alles gebacken. Wird erstmal wichtig, dass wir den dummen Assembler drüben anschließen. Genau. Ich wollte gerade sagen, liegt das Kabel doch einfach hier durch, aber nein. So, eins muss ich noch runterlegen, dann habe ich's. Wie ihr seht, hier kann man das Kabel schon mal nicht durchlegen, einfach weil es uns dann den Aufzug durchschneiden würde. Solange der Aufzug nicht verlegt wird. Aber wir werden ja noch die Prozessoren verlegen. Ja, aber dann hätte man das Kabel hier vorbeilegen können, wo ich jetzt laufe, auf dem Strich. Wenn das kürzer ist. Gehst auf den Strich.
Ja, hier kommt ja doch das, ja, das sowieso wahrscheinlich. Aber die Kabel kommen doch hier mittig runter. Ja, okay, mach das mal. Dann können wir rechts und links das Ganze verlegen. Irgendwo müssen wir es so oder so. Boah, wir gehen wieder mit auf den Keks. Hast du auch Facebook laut losgestellt? Ja. Den Timer gestellt? Ja, alles dran gedacht, aber ich kann nichts gegen nervige Anstupser im Teamspeak machen. Wir haben extra einen privaten Channel, wo uns keiner stören kann, der keine höheren Rechte hat. Wette mit euch, der böse Wurm geht mir wieder auf den Keks. So, das eine ist schon mal dran. Passt ein bisschen auf, wenn er gerade mal so durch den DSU-Turm läuft. Ah, das hat nicht geklappt, schade. Extra versucht, es hat nicht geklappt. So, schließ doch bitte einfach mal die Assembler an, egal ob das jetzt hübsch oder hässlich ist. Okay, können wir nachher auch noch verlegen. Hier, ich mache einfach mal gelb. So, für die drei nehmen wir jetzt gelb. Okay. Dann kannst du das Gelbe da rausholen. Dodler, die Karte hast du? Ja. Darf ich gerade? Ich möchte dir den Zuschauer nochmal zeigen. Ja, Moment. Boah, wird das. So, hier habe ich die Speicherkarte. Ich habe übrigens in deinem. Stopp. In deinem Video gesehen, dass du die Karte nicht verstanden hast. Du musst erstmal in die Luft Shift-Rechtsklick machen, dann ist er leer. Ja, dann klicke ich irgendwo drauf. Nein. Du musst hinten das Peer-to-Peer, den Peer-to-Peer-Tunnel am Controller nehmen. Den musst du zuerst anklicken. Bin zuerst. So. Invalid Machine. Ja. Okay, ich muss Shift rechts klicken. Dann ist erfolgreich abgespeichert. Dann kommst du nochmal hoch. Falschen Seite. Ja, Moment, ich suche mir gerade wieder den Eingang. Dann machst du einen normalen Rechtsklick auf den Peer-to-Peer, an dem es rauskommen soll. Dennis Cable Bomb. Tada! Einstellung erfolgreich geladen. Siehste. Ja, ich habe das schon irgendwie hingekriegt, habe mich aber so oft durch die Gegend geklickt bei dem Ding, das hat wahrscheinlich keinen sinnvoll nachvollziehbaren Sinn ergeben. Und hier links und rechts brauchen keine dicken gelben Kabel zu sein, das können dünne sein, das können Smart-Kabel sein. Ab dem dicken, ja. Aber das ist jetzt egal. Ja, es funktioniert so oder so, aber die dicken sind an der Stelle einfach unnötig, das meinte ich. Ja, wir brauchen ja nur bis hier zu dem Knotenpunkt die dicken. Genau, dann können wir in vier Richtungen theoretisch eine kleinen Achter abzweigen. Wir brauchen an der Stelle eigentlich noch nicht mal gelbe zu sein. Das war einfach nur, dass es schöner aussieht. Ja, habt ihr noch so ein paar Kabel? Welche? Dicke, farblose, höchstens. Dense farblos. Media. Hab ich ja. 5 Stück oder 6. Mehr brauche ich nicht. Dense Kabel. Aber ich dachte, wir haben bitteschön. Dinger geladen. Warum klappt es jetzt nicht? Warum leuchten die nicht? Warum haben wir hier nichts? Weil unten kein Strom dran ist. Ach, wir haben noch keinen Strom hingebracht. Natürlich nicht. Dann sollten wir das vielleicht mal machen. Es ist doof, wenn man nichts bauen kann. So, es sollten jetzt auch alle Deep Storage angeschlossen sein. Ja. Sehr hässlich, aber so ist es halt. Ich baue das noch ein bisschen. Ach, du baust mal hässlich, dass ich das erleben darf. Ja, Im Moment. Das ändert sich gleich noch. Da wird alles fassadiert, was auch nur geht. Ja, sogar die Kabel, die an die Maschinen kommen, kriegen Fassaden. Fassade kommt sogar zwischen das Kabel und die Maschine. Was brauchen wir denn jetzt? Diese Glasfiber-Cable oder sowas? Oder? Quarzfiber-Cable. Die Frage ist erstmal, wo sollen wir die Stromversorgung hinstellen? Die muss ja nicht da hinten stehen, eben wo sie jetzt steht. Die können wir auch ganz einfach hier unten drunter setzen. Machen wir einfach hier den Tesseract dran. Ja, genau. Lass euch hier gerade mal noch ein bisschen offen. Dann ist das ja falsch. Also, ich sehe nichts, du bitte. Warum hast du jetzt die Monitore mit abgerissen? Weil du mir im Weg gestanden hast. Das war nicht geplant. Was sind denn die Kabel, die hier in der Ecke runterkommen? Kann ich die abreißen?
Mach's einfach weg. Wir gucken nachher, wo was fehlt. Ach, nee, mach ich nicht. Dann bin ich der. Welches Kabel? Die hier im Eck. So, das Crafting Terminal war vorne. Interface, Pattern, Interface links. Die kannst du wegmachen, würde ich sagen. Pattern rechts. Okay. Dann hau ich die das, gleich mal weg. Das ist hinten die Station, die hier steht, und unten die das Wireless mit der Security Terminal. Die müssen wir dann sowieso neu verbinden. Katsching, katsching. Leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Gleit hier mal schön da alles. Jetzt ist die Frage, warum das hier immer noch nicht leuchtet. Und hat keinen. Weil das hier noch ein anderes Netzwerk ist. Das ist noch nicht. Also da fehlt immer noch der Strom, genau. Genau, und dafür muss jetzt das Ganze mit Quarz angeschlossen werden. Ja, dann mach doch mal bitte. Wir haben hier schließlich tausende Zuschauer, die das sehen wollen. Mindestens. Oh, yeah. Dann brauchen wir hier Quarz. Kabel. Bitteschön. Katsching. Uff. Jetzt fängt das an zu leuchten. Dann sollten wir hier noch einen Nein, Controller hinstellen. Ein Controller. Ja, hier. An diese Ecke. An die Ecke. Mitten rein? Ja, klar. Ja, der muss nur dran. Ist ja vollkommen Wurst. Also in der so ist es am einfachsten. Okay, scheint zu funktionieren. Oh, kein oh Wunder, oh Wunder. Weil vorher war das Ganze Nein. ein System, das nur 8 Kanäle tragen konnte. Jetzt ist es ein System, das pro Seite wieder am Controller 32 tragen kann. Dann haben wir auch keine. 2 Striche pro Dingen sein. 4 gelbe, 2 weiße oder hellgelbe, das heißt 2 übrig, ja, passt tatsächlich. Geht auch mathematisch gesehen auf. 24 von 32 Kanälen werden hier angezeigt, sind verbraucht. Stimmt, das wird ja angezeigt. Ich habe mal wieder mal nur das Bild angeguckt. Dafür ist Wailer doch da. Ja, also perfekt. In der Ecke kann ich abreißen, hast du gesagt. Ja. Klingt aber so hässlich mit der Spitzhacke. Ja, bing, batch, batch, bing. Super, das Wireless Terminal ist mal wieder kaputt. Und ich hab den. Ich hab den Magneten. Mir hat gerade einer gesagt, ich kann das abreißen. Darfst du ja auch. Wir müssen uns noch überlegen, wollt ihr dieses das Terminal hier unbedingt an dieser Ecke stehen lassen oder sollen wir es lieber hier in den DSU-Turm verlegen, irgendeine Ecke. Ich hätte das Terminal eigentlich schon gerne hier drüben. Du kannst auch unten reinstellen. Nein, warum geht es denn eh nicht? Ja, weil du es gerade abgebaut hast. Das war das Kabel, das zu dieser Station geführt hat. Ich frage mich nur gerade, warum der Controller jetzt rot ist. Welcher? Da wechselt er nur gerade seine Farbe und sieht gerade so falsch aus. Die wechseln alle ihre Farben, die sind nicht blockiert. Funktionieren okay. Wunderbar. Das war für mich so fast dieser Fehlerfarbton. Nee, der bleibt konstant. Ihr wechselt fröhlich durch. Ich wollte dieses blöde Ding anschließen und habe schon wieder vergessen. Ja, wo mache ich die jetzt dran? Am besten auch an einem anderen Eckchen. Du kannst hier hinsetzen. Die Security Station. Dieses Kabel hier, wo ich gerade drauf gucke, das ist, habe ich ja nur hingebaut, um die Stromversorgung sicherzustellen. Aber da das ja auch an einen Controller angeschlossen ist vom Hauptnetzwerk, kannst du dem Ganzen auch ein bisschen Sinn verleihen. So, Mevia darf alles. Juhu. Varuna darf alles. Ja, du darf ein bisschen was. Immer noch viel zu viel. und ich muss mein Terminal nochmal durchjagen, damit es wieder geht. Das müssen wir alle, glaube ich. Ja, mach ich auch gleich. Ich mach hier erstmal. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Wenn wir doch hier beim Bauen sind und so ein bisschen am Erklären, dann sollten wir vielleicht auch noch so ein paar offensichtliche Sachen sagen. Ich muss erstmal wieder ein paar Fassaden bauen. Und da ihr alles kaputt gemacht habt, also ich.
Achso, wir haben das nicht angeschlossen. Das da oben ist auch nicht mehr angeschlossen. Haben wir überhaupt irgendwas hier drüben angeschlossen? Die Prozessoren müssten wir... Also wir können Sachen bauen, das geht. Wir haben nur keinen Zugriff, wo wir es in Auftrag geben. Genau. Wenn wir gerade dabei sind, können wir auch die Prozessoren endlich umsetzen. Oh, warum habe ich einen Hamburger an zweiter Stelle? Da gehört meine Spitzhacke hin. Hamburger gehören immer auf die erste Stelle. Dann gehört auf die zweite Stelle Pommes und auf die dritte Cola oder so. So ähnlich, ja. Klopf, 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 pick, 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 pick. Alles am kaputt machen. Ich helfe euch mal hier, die Löcher oben zu machen. Das haben wir im Vorfeld ausgemacht, dass wir hier die Dinger schön symmetrisch reinkloppen. Hat noch jemand Prozessor-Krams aufgesammelt? Ich glaube, ich habe nicht so viel, wie ich haben müsste. Ich habe noch drei. Ich platziere die einfach mal. Mehr habe ich nicht. Einfach mal, irgendwo. Ich habe die oben da rein. Boah, ich brauche die doch hier. Wir haben doch drei. Ja, aber wir machen unsere ersten ursprünglichen drei auch wieder hin. Der ist doch der dritte. Kein Kommentar. So. Der wird hier nur um eins umgestöpselt. Stöpselt. Yes, das. So, der ist richtig. Dann machen wir den noch weg. Kann man mit der Zange abmachen? Doch bestimmt eigentlich auch, oder? Auch viel besser als klingen, klingen, bitch, bitch. So. Der Ölgeräusche, jetzt ist was ganz schön kaputt gegangen. Ach nein, da gehört der Glas rein. So, ich hab's fast geschafft. Auch fast. Und wieder das in der Mitte falsch gesetzt. So, die Prozessoren sitzen da, wo sie sitzen sollten. Nur den Monitor habe ich verkackt. Der zeigt nichts an. Barona, kannst du hier gerade mal noch bitte den einen Glowstone wegmachen? Ja, wo? Hier bei den Prozessoren. Den da. Welchen? Beziehungsweise den hier da beide. Ja. Ups. Den hier. Ja, genau, danke. Und hier hinten den auch noch. Gut, mit dem Licht muss ich mir irgendwann was anderes überlegen, damit das wieder auch schön und ausgeleuchtet ist. Und die mit Peer-to-Peer angeschlossen, wenn ich fragen darf? Sind sie schon. Kannst du noch eine andere Farbe nehmen, wenn du willst? Ich habe jetzt mal Clear genommen. Boah, was habt ihr hier unten gebaut? Bahnhof. Das wackelt. Warum wackelt das? Ja. Ach hey. Irgendwas stimmt da noch nicht. Das wackelt. Wackelt. Ja, es spielt Lichterorgeln und blinkt in allen lustigen Farben. Und der ME-Controller sagt, geht nicht. Was habt ihr getan? Ich hab gar nichts hier geändert. Ich habe nur die Fassaden geplatziert. Licht das Spiel an. Die Controller sagen, alles ist in Ordnung. Ich sage, irgendwas stimmt nicht. Mach mal so. Wie war das? Man darf an einen ME-Controller nur dreiseitig was anschließen? Ja. Dann hast du hier den Fehler gemacht, indem du das dicke Kabel mittig angeschlossen hast. Nein, ein Controller darf nur von drei Seiten von weiteren Controllern angeschlossen sein. Ich kann an alle sechs Seiten eines Controllers Kabel abzapfen. Okay. Hätte ja sein können. Mach trotzdem, wenn du das dicke Kabel weg, es klappt ja eh gerade nicht. Jetzt scheint es aber zu gehen, oder? Ja. Ich frag mich nur, warum. Ich muss meinen hier, meinen
Wireless-Dings dann nochmal aktivieren. Ja, gut, funktioniert. Muss ich zwischen der Folge mal einen kleinen Auffrischungskurs machen? Nein, ich will nur gucken, wo der Fehler liegt. Beim Prinzip müsste das so problemlos funktionieren. Nicht miteinander verbunden. Diese Kabel sind einzeln. Wir machen nachher einfach nur eine vierte Farbe hier seitlich dran und eine zwei drüben Farbe ab und scheiß drauf. Ja, ob ich das jetzt hier unten abgreife oder seitlich, das ist irrelevant. Deswegen wundert mich das. Und jetzt hat es schon wieder ausgesetzt. Corona, was hast du gemacht? Ich habe nur was angesetzt. Zu mehr bin ich ja nicht fähig. Ja, warum ist jetzt wieder ausgegangen? Keine Energie mehr? Wird das der... Oh. Moment. Ich hab was gucken. Ich glaube, ich habe noch was vergessen. Dense Energy Cell, aber das dürfte... Ja, die habe ich vergessen als Zwischenspeicher. Die habe ich hergestellt gehabt. Die habe ich nicht mit umgesetzt. Ja, das sollte aber eigentlich auch irrelevant sein. Ja, aber so, solange genug Energie vorhanden ist. Überprüfen, ob Energie im System ist. Lässt sich ja sonst so schlecht prüfen, wenn es aus ist. Okay, sie ist wieder instantan voll, also an der Energie liegt es nicht. Und ich habe wirklich nichts gemacht. Kann ja nicht sein, dass es daran liegt, dass ich das Kabel angeschlossen habe. Jetzt geht's wieder. Ah. Was? Ja, da Varuna bereits alles fassadiert hat, schließt sich dieses Kabel da oben mit unserem Netzwerk zusammen. Moment, das muss ich mir angucken. Guck, wenn ich jetzt das Kabel hinsetze, puff, es geht ja mit nach oben durch die Decke. Das sieht man von hier aus vorher nicht. Das sollte sich da nicht verbinden, schätze ich mal. Nein. Das heißt, ich habe noch einen Anker. Genau. Wohin? Den bitte in die Decke setzen. Habe ich. Nicht, dass man ihn sieht, aber dann bleibt es nämlich bei, es geht. Aha. Ich hoffe, da oben drüber brauchen wir nicht noch einen Anker. Sehen wir ja gleich. Sonst wird das hier ein Geknoddel. Nein, ich bin nur ein. Nee, ich brauche hier erstmal noch einen. Und nach oben. Oh, wir brauchen auf jeden Fall noch jede Menge Kabelanker. Einen habe ich noch. Ich habe noch 47. Okay, dann darfst du auch noch. Ich habe platziert, den einen habe ich schon. Ja, also der oben, direkt ja am roten Kabel. Den hatte ich schon. Da haben wir jetzt zwei. Den hier rüber zu dem anderen Kabel, zu dem dünnen, bitte. Auf die rechte Seite fällt noch einer. Hier der. Da müsste einer mehr sitzen. So, jetzt fehlt noch mal so ein Peer-to-Peer-Tunnel und ein dickes Kabel in einer anderen Farbe, die wir noch nicht haben. Da ist auch noch mal ein Kabel drüber. Da muss auch noch mal ein Anker hin. Der muss mehr wieder machen. Ich habe nicht 47 Stück. Wo? Zwischen Peer-to-Peer und Controller. Da muss oben in die Decke nochmal ein Anker. Ich bin gleichzeitig keine Fassaden mag. So, wir müssen hin machen, die Zeit rennt uns davon. Haben wir da oben einen Anker? Wo? In die Decke, da wurde gerade eingesetzt, das beim roten Kabel. Das nicht zum roten Kabel, da kommt irgendwann eine andere Farbe hin. Hier in die Decke hätte einer gekommen. So, der ist in der Decke drin. Die hier muss trotzdem in. Achso, nee, ja, okay. Farbe ich glaube, die sich ja eh nicht. Ja, stimmt. Sorry, ein Fehler. Hast du noch eine andere Farbe oder soll ich da einfach mal in grauen setzen? Nee, wir machen keinen grauen, wir machen gleich eine Farbe, sonst werden wir nochmal wahnsinnig. Früher oder später werden wir es nämlich sonst freuen. Und wahrscheinlich momentan, so wie es läuft, früher. Haben wir irgendwo Kakteen? Shadow hatte irgendwann mal eine Kakteenform. Ja, schön. Sind die auch im ME wahrscheinlich nicht? Mit Sicherheit nicht. Oh, ich will grün. Du kannst auch Botania Pflanzen nehmen. Perfekt, das machen wir. Ich mörser und pestel sie und mache eine Farbe draus. Das ist super. Leim. Ne, das ist hell. Das ist quietschgrün, grün. Wieder voll mit Krams.
Also ich muss erst Petals draus machen und die Petals mörsern. Warum war das? Einer am falschen Block gesetzt. Was? Haben wir noch Dense Cable, normale, ohne Farbe? Ja. 9 Stück habe ich, ja. Dann hätte ich gerne mal 16 Stück. Kann dir 9 geben. Dann hätte ich gerne noch 7. Ich hätte es ja auch ins ML. Na, du hast ja aber Glück, hey. Ich habe genau 7 Stück noch. Kann einer von euch nicht zählen? Ich habe jetzt 30, aber trotzdem danke. ME hat keinen Strom. Ich darf trotzdem mit dem ME Crafting Table was bauen. Ja, darf ich. Sehr schön. Sehr lustig, aber ich kann die Sachen nicht mehr rausnehmen. So, ich schließe unten dann mal grün an. Hätte bloß alle komischen Farben schon vergeben. Warum machst du immer wieder diesen Kabelanker, der doppelt ist? So. Puff. Hat kurz geflackert. Das ist schon wieder falsch. Nö, ist 3 wahrscheinlich, oder? Müsste 3. Hier keine Verbindung nach oben. Zwischen den Dingern ist immer was. Da ist noch sogar ein Anker, den ich nicht mitnehmen darf. Ne, die flackern. Ja, ich sage, es flackert, aber ich weiß nicht warum. Irgendwas stimmt mit dem Subnet nicht. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Vielleicht noch, weil du da oben noch die Verbindung hast zu den Dingern, die nicht mehr existieren. Wo? Bei oben, zu den Kernen. Ah, hier ist eine. Oh, die habe ich vergessen zu ankern. Oder wie auch immer. Jetzt da. So, und jetzt können wir das unten nochmal abgreifen, das Grüne, und auch hier in die Grünen binden, damit es auch hoffentlich richtig stimmt. Den Peer-to-Peer-Tunnel unten, meine ich. Der ist gebunden hier an die oben, an die oberen beiden. Wird es nochmal neu machen, sicher ist sicher. Wozu? Der hier greift 3 ab, kommen unten auch 3 an, am grünen. Gucken gehen, das ist ein dickes Kabel, da werden wir es wohl schlecht sehen. Ach ne, ich kann ja einfach drauf gucken. 3 von 32. Ja, wunderbar, passt. Dann war das nur dieser eine zusätzliche Verbindung, die nicht hätte sein dürfen. Also wie ihr seht, man kann sehr viel machen damit, aber man kann sich auch sehr schnell irgendwo verwursteln. Wenn man nicht sauber arbeitet. Viele ME-Bauer verhauen den Brei oder so ähnlich. Aber jetzt läuft's einwandfrei. Hier fehlt ein Loch im Boden. Dann müssen wir jetzt nur noch das Crafting Terminal hier anschließen. Mit dem Drive. Ich weiß ja vor allem nicht mal mehr, wo Fassaden sind. Kann man durch die auch durchgucken irgendwie? Bei ME? Nein. Ich weiß also nicht mal mehr, wo die Kabel nachher sind. Korrekt. Ja, brauchst du ja auch nicht, oder? Je. Haben wir denn für unterschiedliche Steine? Die Stone Bricks von Minecraft, der Standarddinger, gibt's. Dann gibt's die Stone Bricks als Kabelbus von Ableitenden Logistics. Bei und das gleiche noch mit und ohne Lichtlevel. Das müssen irgendwie 3 verschiedene Typen sein. Bleh. Ja, also ich werde durch. So. Ja, fehlt noch der Anschluss von dem Ding, dann sind wir fertig. Jo. Ja, hier unser Terminal, dass du irgendwas machen kannst. Ach so. Ja, hier drüben sind auch noch Fassaden. Sind die Kabel hier schon alle gelegt, Nelia? Die hier sind fertig, soweit, ja. Nicht, dass ich da wieder was zugleiste und dann ist nicht fertig. Das reißt natürlich wieder auf. So, ist immer noch die Frage, wo wir jetzt hier Dings herbekommen. Ist jetzt alles zu. Kabel ist jetzt hier vor mir. Hä? Ach so.
Am einfachsten wäre es wahrscheinlich, wenn wir von oben ein Kabel runterlaufen lassen würden. Mitten rein? Ja, das, wir müssen ja hier noch die Maschinen anschließen. Da müssen wir dem Kabel, müssen wir sowieso hier noch ein Peer-to-Peer abziehen. Und da können wir dann auch eins quasi von oben runterlegen, dass dann die... Jetzt macht alles kaputt. Ups. Hab gleich nicht recht. War da, was war, gehört ein Kabel hin? Tü-tü. So Leute, komm, wir müssen das hier fertig kriegen. Das da noch fertig und das war's. Nochmal, ich platziere die richtig, aber bestimmt nicht. Vorne kommt das Crafting Terminal, meine Güte. Das, was links ist, kommt in der Mitte, es kommt links hin, das, was links ist, kommt rechts hin. Hätte ich so einen scheiß Crescent Hammer, dann wäre das einfacher. Aber irgendwo so, waren ja noch welche. Ja. Haben wir jetzt irgendwo eine Leitung? Ja, ich würde hier noch einen weiteren Kanal quasi als Peer-to-Peer hier rausziehen. Und dann statt dieses Blaukabel, das da hinten links aus dem Gebäude rauskommt, dann hier rauslegen. Und dann können wir quasi hier runter noch ein Kabel legen, das unten dann die Station bedient. Genau. Bitte nicht beim Klaus tun. So, das MI wird umgebaut. Ah, lass mich raten. Sie weiß, ja, genau das. Ich kann den Schrank nicht abbauen, ohne dass die Festplatten alle rausfallen. Tja, ich hätte eine Dolly gehabt. Das war mal, das hier wäre so gerade doch das Einfachste. Weil wir haben hier eh Kanäle über. Ja, genau, so wie ich es gemacht habe. Einfach hier anschließen, fassadieren, fertig. Ja. Dann das Crafting Terminal nochmal nach vorne. Das Pattern Terminal nach rechts. Und das andere Terminal nach links. Und wir haben das ME fertig angeschlossen. So, viele Versorgungen mit ME-Kabeln später. Viele Fassaden und sonst was haben wir es jetzt soweit. Jetzt fehlen noch ein paar weitere Fassaden von Varuna. Die wird er setzen. Wir werden noch ein paar neue so anmachen und die dann hinbauen. Die Maschinen hier müssen noch angeschlossen werden, aber das ist nur noch ein Peer-to-Peer. Scheint wieder alles da zu sein, um zu gehen. Das ist ja schon unglaublich wichtig. Gut, das wäre es dann von mir. Wenn jemand weitere Fragen hat, einfach anfragen. Wir können da gerne irgendwelche Zusatzerklärungen machen. Aber für das Let's Play hier wären wir, glaube ich, schon fertig, oder? Ja, ein bisschen gut durch. Gut in der Zeit, wie immer, schon weit über 30 Minuten. Hm? Was tust du? Das passt doch nicht. Da war eine falsche Fassade. Warum kommt das Kloster jetzt rein? Ich hätte das Ganze vielleicht auch in die Wand gelegt, aber... Ja, aber Mephisto war zu schnell. Aha, Mephistos Fehler. Schäm dich. Ja. Ich hau euch gleich alle einmal. Kabel gehört in die Wand. Was können wir dann nach der Folge machen? Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Jupp. Macht's gut, Leute. Ciao, ihr zwei. Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Verwirrungsfolge mit dem ME. Bis dann. Ciao.